So, willkommen zu Folge 19 des Mindclone Let's Plays. So. Master Warcraft ist auch noch an. Ori ist immer noch weg. So, wir waren gerade dabei, wir brauchen... Ja, wow, wo kommt der denn her? Verstehe ich gar nicht. So, ich habe mal als Walker kein Bomben gepflanzt. Ach ja, ich wollte den hier noch. Hier war ja noch irgendwie Holz drin. Irgendwie so Holz vor der Hütte oder sowas. So, da. Ah, scheint es gewesen zu sein. Okay, okay. Spitzhack ist auch schon wieder leicht lidiert. Spitzhacke meine ich doch. Axt. Also die Spitzhacke zwar auch, aber die meinte ich gerade nicht. Für die interessiert sich gerade keiner. Wird immer noch Holz vergessen oder ist einfach jetzt der Baum, der hier im Weg ist? Ja doch, hier. Das sind zwei verschiedene Arten. Dann wäre tatsächlich die Frage. Oh, ja gut, ist wahrscheinlich wirklich einfach zu nah am Haus. Zu nah am Haus, klar. Zu nah an dem Baum hier. Denn scheint das nicht so zu sein wie in meinem Test, wo die Blätter nur auf eine bestimmte Holzsorte reagieren, sondern hier ist es so, wie ich es früher in Erinnerung hatte, dass Blätter einfach auf alles, was irgendwie holzmäßig existiert, reagieren. Und dementsprechend nicht die Spawn. Einfach doch irgendwie vielleicht dabei oder sowas? Nee, ne? Aber mal schauen, was wir alle Ticket bei haben. Komm hier, jetzt doch. Easy. Bevor wir noch krepieren. Aufgrund von Nahrungsmangel. Glaube ich schon wieder auf relativ luftiger Höhe. Ja, wie gesagt, eigentlich sollte der Baum jetzt sogar reichen, wenn mein Überschlag damals funktioniert hat. Aber wir hatten ja etwas mehr als zwei Stacks und ein Baum bietet ja mehr als ein Stack. So viel dürfte also gar nicht mehr fehlen. So, okay. Bin ich ja mal gespannt, wie viel Holz wir denn haben. Was sagt jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich hasse mich gerade dafür selber. Jetzt dürfen wir das hier mit Jackie Chan Handverkloppung machen, ey. Ich glaub das nicht. Hoffentlich brauchen wir nicht so lange, dass die Sachen unten bereits despawnen, bevor wir unten angekommen sind. Das wäre sehr ärgerlich. Das wäre echt ärgerlich. Ich glaube, dann würde ich eine neue Religion gründen.
das müsste jetzt auch eigentlich doch die Spur. Ja doch, tun sie. Sehr schön. So, hier werden wir eine Menge brauchen, deswegen werde ich jetzt einfach hier einfach erstmal alles einpflanzen, was irgendwie da ist. Na komm. So, wir haben 20 Stück. Null. Warum nicht? Ja, hier komm. So, bam. Haben wir schön viel Holz vor der Hütte? Ach so, ha, funktioniert das so gar nicht. Die in der Mitte, die würden ja kein Licht mehr bekommen. Das müssen wir also, der da würde auch kein Licht mehr bekommen. Dann müssen wir die also separat einpflanzen. Nein. Ah, wird da was gekommen. Ganz oldschool, ganz hässlich, schön an der Reihe. Wie beim Militär. Ach, eine Reihe und Glied. Was für ein Glied? So, da sollten alle wachsen. Okay, wir haben Holz. Wie viel? Ja, siehst du, das dürfte doch reichen. Wenn meine Berechnungen jetzt nicht komplett verkokst sind, dann sollte das eigentlich reichen. Na komm. So. Fuck. Ich werde es bereuen, keine Axt zu bauen. So, hier kommt jetzt wieder das Ding an hin. Sand. Wir brauchen Sand. Also siehst du, wir können ja jetzt hier. Ach komm. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ach Mann. Ey. Okay. Ernsthaft jetzt? Kriegen wir gleich eine Krise? Das ist bestimmt die Strafe dafür, dass wir keine Axt bauen. Kann das sein? Ach Gott. Ah, doch. Hat er. So. So, hier brauchen wir wieder so einen Kackstift. Das reicht irgendwie noch gar nicht. Kann das sein? Ach doch, wir sind ja bereits. Ah, okay, gut.
dachte, wir hätten jetzt wesentlich weiter vorne angefangen. Gut, dann noch schnell überprüfen, ob hier fehlt doch was. Perfekt. So, ob alles vorhanden ist. Ja, ja. Ja. Die Ausrüstungen sind bisher auch alle richtig. So, hier fehlt noch was. Perfekt. So, gut. Okay. Ja. Damit würde man sagen, der Boot ist schon mal fertig. Dann kommt jetzt der. Quatsch. Die Umrandung ist fertig. Praktisch so der traubtragende Gerüst. So, dann kommt jetzt nämlich der Boden rein. Ah, sehr schön. Bäume sind genau rechtzeitig gewachsen. Na gut, ein paar fehlen noch, aber. Die stört mich jetzt noch nicht weiter. Ja, siehst du, wir brauchen sowieso eine Axt. Ja, schon wieder. Haben wir also ganz umsonst gespart, die ganze Kacke. So. Wir werden viel mehr Holz, doch, viel mehr Stöcker brauchen. Und viel mehr Eisen vor allen Dingen. So, ein Riesenbaum war da vorne mit dabei. Den muss ich jetzt noch extra abholzen. Also separat und so, ne? Das brauche ich. Wieso habe ich zwei angefangen mit Schuppen? Habe ich schon wieder nicht aufgepasst? Oder was? Die ganzen Samen hier einsammeln, dann war's das. Baumproduktion wie am Fließband hier. Hier wird selbst Natur ökonomisiert. Na gut, wird im Echten auch gemacht. Jeder Ackerfeld ist ja quasi ökonomisierte Landwirtschaft. Ach nee, das. Fuck, ist auch noch was. Ja, das ist auch noch was. Oh, wow. So. Fuck. Sand, da. So, jetzt brauchen wir aus dem geschlagenen Holz Äpfel. Nein, wir brauchen Bretter. Dann können wir jetzt den ersten Boden einziehen. Ach, ich bin doch bescheuert. Oh, ich möchte nicht. Diese Dinger kommen doch ganz um mein Dach hin.
Sache im Nähchen. Und nicht schon bei der ersten Etage. Was habe ich getan? Alles wieder abreißen? Ne, komm, ich mach das auch bei den Zwischenböden. Jetzt ist es bereits einmal fest installiert. Jetzt ist das auch in Ordnung so. So, wir brauchen Bretter. Und zwar leider nicht gerade wenig. Ist zu weit. Ich kann also maximal 3 Abstand machen. Zwischen den Säulen. Nein, ich krieg eine Krise. Das wird ein Horror. Das sage ich euch. So. So, damit hätten wir schon mal die Querstreben. Schaffe ich nicht. Du musst dich an den Fenstern orientieren. Ja, bei Fenster habe ich mir noch gar nicht so ausgeguckt, ob ich hier Fenster reinmache oder ob ich die Dinger einfach so offen lasse. Von daher. 1, 2, 3, 4. Aber er meinte, eh nicht mich, sondern Lilia. So. So, 1, 2, 3. Hopp. Passt ja perfekt auf der Seite. So. Warum stirbt der eigentlich die ganze Zeit? Der Typ ist nur am Sterben. So,
das nur ein Freizeitsport oder was? So. Fuck. Wir bauen den ganzen Dorf, wir bauen den ganzen Dorf, yay. So. Nur von der Dimension, von dem, ja doch, von den Außendimensionen ist es tatsächlich sogar so geworden, wie ich das mir so erdacht habe. Nicht zu groß, aber so, dass man schon merkt, ja, das ist definitiv kein normales Haus, sondern schon etwas Größeres, ne? So wie mein Hotel, was ich da vorne irgendwo gebaut habe, was man jetzt nicht sieht durch den Wald. Was ist denn das da schon wieder? Wir haben keine Schippe dabei? Tragisch. Wow. Ja, wow. Okay. Sind wir nur eine Holzfassade hier dran? Nett zu wissen. Ich dachte schon, ich fall wieder rein. So. So, dann brauchen wir wieder Holz. So, okay. Vielleicht sollte ich das hier in der Mitte mit den überstehenden Sachen doch nicht so machen. Das sieht hier doch irgendwie komischer aus als im Dachgeschoss denn. Toll. Mhm. Das Wiederkommen oder was für toll? Ich blick da gerade nicht so genau durch, was man meint, aber okay. Vielleicht sollte ich mal wieder lesen, was die anderen so schreiben. Du musst dich an den Fenstern. Genau, hatten wir schon. Du brauchst einen zweiten Stock. Naja. Entstehen. Maximal Häuser? Was brauchst du? Dann brauchen wir zweite Etage.
so, dazu bin ja theoretisch dann mal nicht ums aus. Out. So. Meine Stacks sind schon wieder leer. Alter. Ich dachte, das Holz reicht etwas länger. Na. Das gibt's doch ja nicht. Halleluja. Ach du Kacke. Da reicht das Holz tatsächlich echt nicht aus. Obwohl doch. Ah ne, ich will doch mal was. Aber wir sehen. Ich habe doch ein bisschen Überschuss hier angelegt. Quasi den Wintervorrat. Hab gerade einen Baum gepflanzt, okay. Ach, fuck. So. Gut. So, und damit ist der erste Zwischenboden drinnen. Jetzt können wir uns hier... Ach ja, ich muss auch noch einen Fußboden rein. Oh Gott, wir werden noch viel Holz brauchen. Na gut, aber das wird uns erst in der nächsten Folge kümmern. Ich kann aber schon mal die Bäume hier anpflanzen, die ich dazu brauche. Ach, 43? Könnte knapp werden. Okay, sollte reichen. Einfach so eine Holzfront. Ah gut, dann sollte das für die Folge erstmal gewesen sein. In dem Sinne, schau mit V.